My name is Radu Rikman. I'm a student at Polytechnica University of Timișoara, and I'm studying Electronics and Telecommunication Engineering. Radu Rikman ist einer von gut 40 Studierenden, die gerade eine Austauschwoche an der Hochschule Karlsruhe verbracht haben. Er ist nämlich Teilnehmer unseres ProCAR-TIM-Projektes. Das Projekt ProCAR-TIM ist eine Möglichkeit für die Studierenden, internationale Erfahrung zu sammeln, ohne dass sie jetzt gleich für ein ganzes Semester ins Ausland gehen müssen. Und die Grundidee bei diesem Projekt ist es, dass wir gemischte internationale Projektteams bilden, in diesem Fall zwei Studierende der Hochschule Karlsruhe und zwei Studierende der Polytechnischen Universität Temeswar, die Partnerstadt von Karlsruhe, und dass die dann gemeinsam ein Projekt im Bereich der Signalprozessoren bearbeiten. Radu Rikman und die Karlsruher Studierenden Johanna Eschmann und Tobias Hensle arbeiten zum Beispiel seit einem Semester gemeinsam an der Übertragung von Sprachsignalen. Also wir geben gerade das Signal auf das Mikrofon, also die Sprache in dem Fall. Und es geht dann durch dieses Board praktisch durch, wird moduliert, wird auf das andere Board übertragen, dort wieder demoduliert und wird dann über die Lautsprecher ausgegeben. Dieses Übertragungsverfahren kennt man vom gewöhnlichen UKW-Radio. Und es hört sich erstmal recht einfach an. Aber diese beiden sogenannten Boards können erstmal gar nichts. Man muss sie nämlich erst programmieren. Und das ist gar nicht so einfach. Die Arbeit am Demodulator. 5 oder 6 Mal haben wir es versucht und es hat nicht funktioniert. Das war frustrierend, denn der Algorithmus war in Ordnung, aber es kam nicht das raus, was wir rauskriegen wollten. Das war ein bisschen frustrierend, aber auch interessant, weil wir ständig Fehler suchen mussten. Und das über eine Entfernung von 1000 Kilometern. Denn die Zusammenarbeit zwischen Karlsruhe und Temeswar lief hauptsächlich übers Internet. Der Austausch der Daten war okay. Wir haben das über Facebook, Skype und E-Mails geregelt. Und über Online-Ordner. Es war gar nicht so schwer. Der Aufwand hat sich gelohnt. Inzwischen funktioniert die Übertragung. Während sich die drei jetzt noch auf die Präsentation vorbereiten, besuchen die neuen ProCAR-TIM-Teilnehmer die Signalprozessor-Vorlesung bei Professor Quint. Am Ende der Austauschwoche formieren sich dann wieder rumänisch-deutsche Kleingruppen, die ein Semester lang zusammenarbeiten und sich im Herbst in Temeswar wiedersehen, um dann ihre Ergebnisse zu präsentieren. Für die Studierenden ist das alles übrigens kostenlos, denn das Projekt wird mit rund 140.000 Euro unterstützt. Das Projekt ProCAR-TIM wird vollständig von der Baden-Württemberg-Stiftung im Rahmen ihres Programms für Studierende Baden-Württemberg-Stipendium Plus finanziert. Wir haben da einen Antrag gestellt, das war im Jahr 2012, und haben dann eine Förderung für zunächst einmal 3 Jahre bekommen. Und damit können die Reisekosten und die Aufenthaltskosten der Studierenden, der deutschen Studierenden in Temeswar und auch dann der Temeswarer Studierenden hier in Karlsruhe finanziert werden. Radu Rikman und seine beiden Kommilitonen sind inzwischen startklar für die Präsentation. Unser Rektor Professor Karl-Heinz Meisel begrüßt noch offiziell alle Gäste aus Temeswar und dann kann es losgehen. Also ich werde etwas über die Grundlagen der Frequenzmodulation erzählen. Anschließend wird Tobias etwas zum Modulator erklären. Und Johanna wird den Demodulator vorstellen. Und zum Schluss gibt es eine kleine Demonstration. Und darauf sind natürlich alle gespannt. Klappt das, was das Team sich ausgedacht hat? Herzlichen Glückwunsch, alles funktioniert. Insgesamt ist also wieder eine erfolgreiche ProCAR-TIM-Projektwoche zu Ende gegangen. Ich meine, es ist natürlich wie immer, dass dann kurz vor Schluss noch ein bisschen Hektik aufkommt und dass man dann noch mit heißer Nadel schnell das eine oder das andere ändert. Denn die Studierenden wollen sich ja auch bestmöglichst präsentieren und haben den Ehrgeiz, eine gute Arbeit abzuliefern. Aber alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Arbeitseinsatz der Studierenden des letzten Semesters und auch mit der Aufmerksamkeit und mit dem Interesse der neuen Studierenden. Fehlt eigentlich nur noch eins, das Abschlussfoto. Vielen Dank und wir freuen uns auf das nächste Mal.